Morgens 9:30 in Portugal und ich denke über Sprache nach. Mann, Mann, Mann. Willkommen, ihr wundervollen Menschen. Es ist wirklich kurz vor 9:30 an einem Sonntag und ich bin aufgewacht mit Gedanken, ja, zu Sprache, zu wie wir uns einschränken mit unserer eigenen Sprache. Was hat Freiheit mit Sprache zu tun? Und was hat das Ganze auch mit unserem inneren Monolog zu tun, den wir uns immer wieder erzählen? Ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit einem Familienmitglied von, ja, in Deutschland und bin da wieder über etwas gestoßen, was ich halt immer wieder feststelle bei Menschen. Und das ist eine sehr beschränkende Sprache, eine Art, sich auszudrücken, die einem selbst Möglichkeiten nimmt. Also man verbaut sich die Möglichkeit auf Veränderung dadurch, wie man mit sich über sich und über andere redet. Und ich glaube, ich mache das Video ein bisschen kürzer, deswegen komme ich direkt zum Punkt. Es gibt dazu verschiedene Indikatoren, dass man diese Sprache benutzt. Und eins habe ich gerade eben sogar selbst benutzt, das ist das Wort Mann. Mann gefolgt von einer Regel, die man sich selbst auferlegt hat, man sie aber als generelle Regel nimmt und damit sich quasi so in dieser Sicherheit wiegt, dass das ja alle so machen. Besonders klar merkt man das immer wieder, wenn Leute über ihre eigenen Ängste reden. Aber Ängste und auch eben so, ja, so beschränkende Glaubenssätze und dann aber dieses Wort Mann da reinpacken, was dann ja impliziert, dass alle Menschen das so machen. Wenn ich sage, ich habe ganz schön Angst davor, irgendwie eine Weltreise zu machen, weil ich habe Angst, dann meine Karriere zu verlieren. Ist klar, ich habe diese Angst gerade. Was aber die meisten Leute dann tun, und da muss man auch echt aufpassen, wenn man irgendwie seine Träume mit Leuten teilt und die dann spezielle Art reagieren, auf eine spezielle Art, sagen oft sowas wie, ja, man muss ja gucken, dass wenn man so eine Weltreise macht, oder man kann ja nicht einfach so eine Weltreise machen, weil man dann ja seinen Job verliert. So wird das meistens bei den Leuten dann formuliert. So formulieren das viele Menschen, die eben ihre eigene Angst als so eine übere Regel sehen und da überhaupt keine Möglichkeit, also überhaupt kein Potenzial zur Diskussion lassen in der Diskussion, weil das für die einfach festgeschriebener Satz ist. Man muss dies und das. Zwei meiner liebsten Anti-Wörter der letzten Jahre. Mann und muss. Man muss doch aber eine Karriere. Man muss doch ja irgendwann mal wieder an seine Karriere denken. Man muss sich ja mal mit Mitte 30 anfangen, so um eine Familie zu kümmern. Man muss sich ja irgendwann schon mal niederlassen. Man kann ja nicht immer auf Reisen sein. Man kann nicht dies, man kann nicht das. Man muss dies und das. Und so ist das. Und ja, selbst in ja, meinen eigenen Familienkreisen ist das immer wieder so der Fall. Und die Sache ist, die Menschen, die das benutzen, nehmen das überhaupt nicht wahr. Es macht auch meistens gar keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Weil für diese Menschen ist das nicht mal irgendwas, was die einem vorschreiben oder sowas. Aber es ist so eine subtile Art, so einen Deckel auf Möglichkeiten zu setzen und sich selbst zu beschränken. Und dadurch, dass sie das in Diskussionen dann aber halt als so ein Mann muss definieren, muss wird es dann auch zu so einer, also spicken die deine Gedanken mit diesen beschränkenden Glaubenssätzen. Und das ist nämlich das Problem, was ich dabei sehe und weswegen ich das auch so anspreche. Weil wenn du jetzt mit Leuten redest und irgendwie deine Träume, deine Visionen, deine Ideen für die Zukunft
so mit Leuten teilst, aber dann ja nicht aufpasst, wie die Reaktion in dich zurückkommt, dann kann es sein, dass du eben diese Gedanken von anderen Leuten übernimmst. Und das hat mich auch die letzten Jahre immer wieder total narrisch gemacht. Und dann wurde ich echt so fast nervös oder ein bisschen wütend auf diese Leute, wenn die mit mir reden, weil die ganze Zeit sowas sagen, so wie, ja, man muss aber dies und das und du kannst doch nicht das und das und man kann ja nicht ewig lang das und man kann ja nicht damit da erfolgreich sein und man muss ja doch so einen Plan haben und man muss ja für die Rente vorsorgen, man muss ja dies und das. Und weil und ich wusste, habe irgendwie lange nicht verstanden, warum mich das so, warum mich das so nervt. Und ja, irgendwann habe ich eben verstanden, dass die damit immer wieder so Gedanken, die ich selbst schon für mich eigentlich abgelegt hatte, dann immer wieder so in meinen Kopf spicken. So diese negativen Ideen, diese beschränkenden Ideen, setzen die damit immer wieder in deinen eigenen Kopf. Und da muss man besonders, was ich auch gemerkt habe durch eine Freundin, die jetzt auch gerade so einen Schritt gegangen ist und gerade vor einem Monat mit ihrem Van angefangen hat, durch die Welt zu touren und jetzt gerade in Europa und Spanien und so unterwegs ist, wie stark man das erst merkt, wenn man selbst mal so einen Schritt geht, so einen nach draußen Schritt geht. Und dann kommen nämlich diese ganzen Glaubenssätze von den Leuten hoch, weil man dann seine Pläne erzählt und so. Dann kommt dieser subtile Gegenwind, dieser subtile Gegenwind von, ja, man kann ja nicht, man soll ja nicht, man muss doch, man darf ja nicht, du kannst doch nicht. Siehst auch eine Frau, die jetzt alleine in einem Van rumfährt. Und da kam dann auch natürlich so, ja, aber als Frau, man muss doch auf seine Sicherheit gucken, bla bla bla, was auch immer. Und das ist, glaube ich, sehr gefährlich, warum mich das halt auch lange sehr genervt hat, weil dann war meine Idee oder dass ich diese Idee vielleicht abgelegt habe, war dann noch nicht so, hatte noch nicht so ein Fundament. Also meine neue Sicherheit, mein neues Selbstbewusstsein im Reisen, mein Leben so leben, wie ich will, hatte vielleicht zu der Zeit, wo dann Leute schon aber diesen Gegenwind immer bringen, noch nicht diese Standhaftigkeit. Wenn dann immer wieder diese subtilen also Gegenideen kommen, diese subtilen Ängste, die die Leute dann in den Kopf setzen durch, man muss doch und man kann doch nicht und du kannst doch nicht, bla bla bla. Dann ist es dann muss man da immer wieder gegen ankämpfen. Das ist so wie, was ich, nehmen wir so ein. Es ist ja so wie, man hat so ein. Man will mit dem Auto irgendwo durchfahren. Und ist das so eine coole Idee, habe ich gerade erst, habe ich gerade, ist gerade in meinen Kopf gekommen. Und da ist so eine Straße und da ist so ein Haufen mit Steinen oder sowas. Mit so Kieselsteinen. Und man will aber unbedingt diese Straße fahren. Und man fängt so an, dann mit der Schippe so wegzumachen, weil sonst kommt das Auto nicht durch. Schippt es so weg, ist so 1 Meter hoch, das heißt, es geht so, dauert so ein paar Tage oder sagen wir mal ein paar Meter hoch, dauert so ein paar Tage, aber man schafft es, diesen Steinhaufen aus der Weg zu räumen. Und dann kommt ein Mensch und mit sowas wie, ja, aber man muss doch für seine Rente vorsorgen und schüttet wieder so Steine dahin. Dann kommt der nächste Mensch und sagt so, ja, aber man muss doch. Man kann doch nicht sein Geld für Reisen ausgeben, so viel. Ja, aber man muss doch mit irgendwie Ende 20 schon mal an Kinder denken. Und natürlich ist alles nicht böse gemeint und so. Aber, und es kann ja auch vielleicht eine Wahrheit dahinter stecken. Das heißt ja auch nicht, dass man das für sich selbst 100% geklärt hat. Und das ist eben auch der Punkt. So, als ob, wenn man so eine Reise startet, man 100% denkt, das ist der perfekte Weg. Ich bin immer auf meinem richtigen Pfad und nichts ist falsch, was ich tue. Natürlich hat man auch Zweifel. Aber wenn andere Leute dann immer wieder diese Steinhaufen auf die Straße legen
muss man die halt immer wieder selbst auch wieder aus dem Weg schaufeln. Dann denkt man immer wieder so, ja, es ist irgendwie eine Geldverschwendung, jetzt das Geld meines Spartes so für Reisen rauszugeben, aber ich will diese Erfahrung jetzt machen. Also man hat gerade so einen Weg gefunden, wo man dann denkt so, ja Mann, ich mach das jetzt. Und dann kommt wieder jemand und schüttet halt wieder Steine auf die Straße. Und das ist dieses, ja, dieses Subtile, dieser Gegenwind, der so oft kommt, wenn man, ja, was Neues plant, was anderes plant. Und das Lustige auch bei der Freundin, die das jetzt macht, wir stehen und wir sind da im ziemlich starken Kontakt gewesen jetzt auch, wo sie aufgebrochen ist, wo sie ihren Job gekündigt hat, mit dem Van-Kauf und alles, waren wir viel im Kontakt. Und das Lustige war, dass sie mir dann auch diese Probleme erzählt, so, oh ja, die sagen alle immer, ich kann, man kann das nicht und ich soll das nicht und was immer so Fragen mit, ja, und was machst du denn damit? Und was machst du dann danach? Und was soll das Ganze? Und ich denke so, ja, endlich versteht mich mal jemand, weil ja, ich kenne nicht so viele Menschen, also ja, auf jeden Fall nicht aus Deutschland. Ich kenne schon Leute auf der ganzen Welt, die ich halt auf Reisen kennengelernt habe, die das so extrem machen wie ich, dass die wirklich so über, was ich, bei mir mittlerweile fast 7 Jahre, so sehr frei mich auf diesem Planeten bewege. Und es war schön zu hören, dass ich nicht bekloppt bin, als sie dann auch sagt, so, hey, das ist ja voll anstrengend, die ganze Zeit diese Gegenwindfragen zu beantworten und immer wieder so für sich einstehen zu müssen, während man selbst eigentlich gar nicht weiß, was man tut. Man hat nur dieses Gefühl, es ist der richtige Weg. Aber man kann das überhaupt nicht erklären. Und dann kommen diese ganzen, ja, man muss, man soll und du darfst doch nicht und man kann doch nicht und was soll das Ganze? Und also so diese Fragen und Glaubenssätze von den anderen, die man dann auch alle, mit denen man sich allen befassen muss, nicht muss, aber die dann einfach so einem entgegenkommen und man findet halt so seinen Weg dadurch, um halt so auf seinem Pfad zu bleiben. Aber ja, es war schön zu hören, dass das wirklich, dass ich da nicht. Weil ich hatte oft gedacht, ich reagiere über auf diese Art subtilen Gegenwind. Und dann habe ich aber irgendwann mal gemerkt, so, oder jetzt auch durch sie zum Beispiel, so, nee, das ist wirklich so. Die Leute packen erst ihre ganzen Ängste und Glaubenssätze und beschränkenden Ideen und diesen Gegenwind aus, wenn man ausbricht. Dann merkt man erst richtig, wo die Leute stehen. Dann merkt man, wo die Welt vieler Leute aufhört. Und wie sie sich Leben generell vorstellen können. Und dass es da noch viel mehr draußen, außerhalb davon gibt, das sehen viele überhaupt nicht. Und können sich um auf Teufel komm raus nicht vorstellen. Und ja, dann ja, zu hören, ich habe diesen Satz jetzt dreimal nicht beendet, dann halt von ihr auch zu hören, so, ja, das ist wirklich auch bei ihr jetzt so, dass sie diesen Gegenwind kriegt. Das war erleichternd für mich, weil sie dann halt auch, oder weil ich dann immer wieder dachte, das ist genau das, was ich seit 7 Jahren erzähle, wenn ich mit Leuten aus meiner Vergangenheit rede, zum Beispiel mit alten Freunden oder Familie, manchen, die das nicht so ganz so verstehen. Meine Familie ist schon unterstützend, ist schon alles gut, aber, oder auf jeden Fall ja nicht so aktiver Gegenwind, das ist schon okay, aber. Es gibt schon immer wieder Charaktere, die da halt sehr, sich sehr verschließen und dann eben so reden mit Mann und soll und muss und man darf nicht und du sollst nicht und was soll das Ganze? Also, wenn du deine eigenen Pläne hast, wenn du neue Ideen hast, wenn du ein neues Leben dir aufbauen willst, pass auf, wie die Gedanken der anderen, der Gegenwind der anderen, wie du den aufnimmst oder am besten nur so vorbeifließen, fliegen lässt, ist ja nur Gegenwind. Ist ja, den kann man ja einfach vorbeiblasen lassen. Und nicht, dass man sich davon immer wieder zu sehr verunsichern lässt und trotzdem das eigene Ding machen. Und je bewusster man sich das auch ist, oh, jetzt kommt doch noch eine Idee, eine Geschichte. Weil ich war einmal auf einer Party, vor
als ich gerade wieder in Deutschland war, nach 3,5, 4 Jahren Reisen, kam ich gerade so aus Indien nach meiner Yogalehrerausbildung da zu einer Party in München. Und da waren auch so ein paar ältere Leute, hatten sich da voll gesoffen und nicht älter, also so um die 40, keine Ahnung. Und haben mir dann die ganze Zeit irgendwie auch im Ohr gehangen, so, ja, das geht doch nicht, wie kannst du das machen? Du kannst doch nicht, du sollst doch nicht. Und wie soll denn das gehen? Und ich dachte mir die ganze Zeit so, mit wem reden die eigentlich? Ich habe das doch alles gerade gemacht. Ich habe das doch die letzten 4 Jahre gemacht. Und die sagen mir, es geht nicht und du kannst nicht und du sollst doch nicht und du musst doch. So mit Rente, du musst doch Rente, du musst doch Karriere, du musst doch dies und das. Und ich habe mich dann gefragt, ich habe die dann so angeguckt, während die so bla 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 am Reden waren und habe gemerkt, die reden überhaupt nicht mit mir. Die reden mit sich selbst. Die benutzen mich als Spiegel und spiegeln ihre Ängste auf mich. Und als ich das so dann realisiert hatte, dachte ich so, wie lustig Kommunikation manchmal ist. Weil ich stand dann da und ja, die Leute reden so auf mich ein und sagen mir irgendwas, was nicht möglich ist, was ich aber die ganze Zeit schon gemacht habe. Ich war 4 Jahre auf Reisen. Ich hatte in Indien, Neuseeland, Australien gelebt, habe da gearbeitet, hatte Sachen gemacht. Und die sagen dann so, das geht alles nicht, das kann man nicht und das ist unmöglich. Ich so, das ist ja lustig. So, das macht ja keinen Sinn, jemandem was zu sagen, was er gemacht hat, dass das nicht geht. Und dieser Moment, als ich dann merkte, boah, die reden mit sich selbst. Das ist ihre eigene Angst, die mit sich redet und mich einfach als Reflexion benutzt. Das fand ich dann so spannend und hatte mich auch so erleichtert. Und das ist auch sowas, wie ihr das vielleicht, wie du das nehmen kannst, wenn du das merkst. Das ist aber wichtig, dass man das halt bemerkt und nicht eben so als subtilen Gegenwind eben so ins eigene Denken bringt, sondern dass man bemerkt, okay, ja, so, auch die eigenen Eltern zum Beispiel, die reden von ihrer eigenen Erfahrung, ihren eigenen Ängsten, wenn die einem sagen, so, du kannst das nicht machen, mein Kind. Deswegen aufpassen, Sprache richtig benutzen und auch wenn man mit sich selbst redet, nicht dieses, ja, man kann das ja nicht machen, so, ich kann das jetzt gerade noch nicht, aber ich arbeite daran, dass ich das bald kann. Also nicht sowas wie, ja, man kann ja nicht sowas, weil man hat ja Angst. Macht man das zu so einer Regel? Nein, ich kann das gerade nicht, deswegen arbeite ich daran, das zu können irgendwann. Ich kann das jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt gerade Angst vor etwas, aber nicht in der Zukunft. Und tue alles dafür, oder das ist mein Weg rauszufinden, wie ich das trotzdem machen kann. Mit trotz Angst oder sowas. Nicht diese globalen Regeln daraus machen. Aufpassen. Wie man, ja, mit wem man wie kommuniziert und wie man Sachen aufnimmt und auch den inneren Monolog eben ab und zu mal querchecken und gucken, ob der wirklich das sagt, was man sich selbst ja immer erzählen will. Also, so viel dazu. An so einem schönen Sonntagmorgen. Gleich geht es zu meiner Routine-Tour an die Teju-Promenade und werde noch einen Kaffee irgendwo trinken. Und mal gucken, was ich heute mache. Spontantag. Kreativer Spontantag, wie so oft. Schöne Zeit wünsche ich. Viel Spaß beim Zuhören von Menschen. Oh, ich habe so Probleme mit meinen Abschlüssen von diesen Videos, ey. Egal. Subscribe, like, was auch immer Leute sagen. Okay. Tschüss, habt eine gute Zeit und bis dann. Mach's gut. Hi, ich bin's nochmal. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen nach oben da zu lassen und das Video am besten mit so vielen Menschen teilen wie nur möglich. Das wäre cool. Danke dafür und bis zum nächsten Mal.